Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Odyssey. Mein Name ist Lokaz und wir sind jetzt heute im Polarland wieder zurück angekommen. Und ja, letzte Folge waren wir im Cityland, war ganz nett und ja, jetzt dann würde ich mal sagen, ich schnapp mir jetzt das Ding da drüben, wo auch immer der Mondquader jetzt tatsächlich ist. Wo ist der? Ah, da hinten. Aha. Fällt das Ding eigentlich oben? Na, es bleibt auf der gleichen Höhe. Okay, das ist interessant. Na gut, aber zuallererst kommt sowieso mal der Mondquader dran. Ja, aus dem ist da ein Checkpoint. Eck im gefrorenen Meer. Nett. Oh, und das ist sogar Durchgang. Ich glaube, da gehe ich als erstes durch. Aber schauen wir mal. Na gut, Mondquader kennen wir eh schon. Also ist jetzt nichts Neues. Ein paar Monde werden jetzt erscheinen. Wie üblich ist meistens das Erste, was ich mache. In ein Land, wo ich wieder zurückkehre. Also ist keine schlechte Idee. Na gut, wie viele Monde erscheinen jetzt eigentlich? Wow, viele. 5 auf ein Ding. Da gibt es anscheinend sehr viele Monde in dem Polarland. Na gut, aber zuerst würde ich mal sagen, gehen wir da durch. Und schauen wir, was uns da erwartet. Ist das das Rennen? Das werde ich garantiert nicht verlieren. Unmöglich. Ah, geheime Rennstrecke. Okay. Na gut, dann machen wir Rennen. Sehr gut. Willkommen zu unserem geheimen Rennpiste. Nur bestimmte Athleten dürfen hier antreten. Diese Piste ist sehr lang. Hier musst du all dein Können unter Beweis stellen. Es gibt halt dich einen Mond anzubieten. Du bist doch bestimmt Teil, oder? Klaro! Eben nur die Steuerung vergisst. Na gut, die Schneewehenpiste. Klasse A. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Im Prinzip können die nur 4 drücken und springen, oder? Ich glaube schon. Ja. Hopp, hopp, hopp. Schnell sind's, die Kollegen. Was ja einer ist gelassen. Ah, damit. Ah, nicht abgekommen. Ist ungut. Ja, gut. Ah, sauber. Das war ein bisschen unsauber, aber hey. Das ist nicht so tragisch. Bei den Nummer 1, die hole ich mir noch. Jawohl, dabei führe ich. Ist gut. Ah, damit. Okay. Bisschen Zeitverlust. Ja, hat halt Zeit aufgehört. Ja, es passt. Und, das war Sieg. Okay, schwierig. Beste Runde war Runde 2. Hat sich ja so angefühlt, muss ich echt sagen. Na gut. Ui, Schluck auf. Unser Überschall-Schneeball lässt wie immer alle Hand zu sich. Das ist ein versprochener Preis. Bitte nimm diesen Mond. Yay, dankeschön. Na gut, der erste Mond des Polarlandes. Für heute zumindest. Ja, noch ein Mond. Ich hab's mir gedacht. Okay, der wird schwierig. Na gut, probieren wir's. Ich hab nicht viel zu verlieren, außer
Zeit. Klasse S. Auwe. Das Lotte Grand Prix. Ja, es ist nicht so leicht jetzt. Los geht's. Ah, der Start war scheiße. Ja, oh, verdammt. Fünfter, Alter. Das geht überhaupt nicht. Ah, schlecht. Jetzt hol ich mir mal ein paar. Da verliere ich aber Zeit. Ah, der erste ist schon weit fuhren. Jetzt hätte ich müssen, dass ich nicht springe. Oh, Zeit aufgeholt. Ah, der Wand war schlecht. Ah, obkämmer der finde ich. Das ist schlecht. Jawohl, Nummer 1. Hopp und durch. Sweet. Huh. Gerade noch. Das war ein wenig knapp. Letzte Runde, da habe ich Gas geben. Wahnsinn. Beste Runde. Yay. Unser Überschneeball lässt wir alle hinter sich. Ja, danke, danke. Danke für den Mond. Sweet. Okay, Klasse S ist somit auch geschafft. Schauen wir mal, ob er noch was hat. Preise ausgegangen. Ja, danke. Dann werde ich heute wohl nichts tun. Schade eigentlich. Ist doch auch irgendwas Geheimnis. Schaut nicht so aus. Na, gut. Dann gehen wir wieder raus. Gehen wir wieder. Also ja wurscht ist. Gut, ja, schauen wir uns um, was so weitere Monde gibt. Ich sehe schon wieder einen zumindest. Also mach mal geschwind. Hä? What the heck? Hi Cooper. Du hast schöne Kapuze. Lust auf eine kleine Herausforderung? Um Pfeile laufen geht's genau darum. Ah, ja gut, probieren wir. Oh. Ah, da ist Tü. Ups. Ah, das letzte habe ich verschätzt. 70. Zu früh stehen geblieben. Gut, gleich nochmal. Ah, das war ja beim letzten Mal in der Wüste auch so schwierig. Ja. Und diesmal ist sogar mit Eisphysik. Das ist eine Frechheit. Ja, für zwei. Schon auf die auch konzentrieren. Das ist wichtig. Ja, besser, besser. Das ist 81. 86. Sehr gut. Weiterer Mond. Laufen auf dem Eis. Könnte springen auch eigentlich. Das muss ich ausprobieren. Weil ich muss nochmal. Ich weiß nicht. Jetzt brauche ich 90 Punkte. Ja. Ich darf. Das war schlecht. Oh, und ich darf nicht nach vorne springen. Okay. Gut zu wissen. Ah, der war schlecht. Ich weiß, ich weiß. Gut, probieren wir es nochmal. Oh weh. Gut, Nummer 1 passt. Dame.
Ja, das ist ein 90er, aber sowas von. 100! Boah! Nicht von schlechten Eltern, das ist nahezu perfekt erst. Wandern auf dem Eis. Perfektion. Dankeschön. Keine Preise mehr. Ja, dann bye bye. Ja, sehr gut. Das ist ja besser gelaufen, als wir erwartet. Get it? Gelaufen? Ha, ha, ha. Na gut. Schwimmen ist ungut. Opa, ich muss da um. Gut. Dann nehmen wir mal den Mond auch noch geschwind. Weil, wenn wir schon da sind. Eistauchen. Sweet. Okay. Und dann schauen wir uns mal um, was sonst so Feines gibt. Da sehe ich schon was. Ah, dann machen wir das ja gleich. Das wäre ungut. Ohne Cappy. Okay, da geht's wieder raus, falls ich es wünsche. Und Monde sehe ich da schon an. Das ist okay. Ich sollte schon das können. Oder? Ah nein, das geht nicht. Was die mal so da. Okay, gut zu wissen. Zuerst die Tests machen, dann handeln. Ah, das Wasser. Kaltes Wasser. Okay, die Gumbas sind einmal weg. Autsch. Du musst mir auftauen zuerst. Okay, gut. Puh. Keine Energie verloren. Gut. Sweet. Na, nichts Geheimes, okay. So, jetzt ist entweder da drüber oder da drunter etwas. Etwas. Jetzt haben wir drunter, hä? Autsch. Ah, am Mond. Springen und schwimmen im Eiswasser. Ja. Jetzt interessiert es mich ein wenig, wo mir das Ding hinbringt. Ich muss gehen. Ja, von mir aus. Aussehen. Ah, das wollte ich nicht. Okay. Dann müssen wir als nächstes auf. Na gut, sparen wir uns den Ding. Okay. Na gut, sind wir wieder da. Die Gumbas leben auch noch. Aber sind wir ziemlich egal. Weil jetzt geht's hinauf. Schauen wir mal, was uns da oben erwartet. Zuerst da. Hopp. Ah, den hätte ich zuerst machen sollen. Okay. Na gut. Eiswasser auf der Decke geschafft. War ziemlich easy. Gut, zwei mache ich noch den. Ah, und diesmal sogar ohne Herzensverlust. Auch nicht schlecht. Na gut. Zwei weitere Monde. Eingehemst. Gut, Frage ist. Aha. Wohin jetzt? Ah, ich sehe schon wieder was. Ich sehe sogar mehrere Suchen. Okay. Viele, viele mehrere Suchen. Gut, ich fange da an. Das war Schwierigeres, das weiß ich jetzt schon. Ja. Ohne Cappy, Insta-Death und. Ja, schauen wir mal.
Geh nicht ohne mich. Ja, cool, cool, cool. Schön, dass du wieder da bist, aber ich werde dich gleich wieder los. Ah, Moment. Da sehe ich einen Mond. Okay, das ist mein Anfang. Ah, interessant, interessant. Gut, schauen wir mal. Da war es noch relativ simpel. Im Prinzip laufe und springe hin ab und zu. Mehr ist nicht dabei. Im Moment. Ja, ah, geh nicht ohne mich. Ist schon gut. Ah, na? Da ist nirgends ein Mond. Ist das eine Frechheit? Wo ist mein nächster Mond? Hehehe. Blick zurück auf den Blumenpfad. Sehr gut. Ich wusste, dass sowas passiert. Gut. Und damit haben wir das im Blumenpfad im Eis in Polarwelt auch geschafft. Okay, das war naja, erstaunlich simpel eigentlich. Gut, was können wir als nächstes? Ich nehme mal die Münzen da unten. Autsch. Weil ich werde es brauchen. 35, ja, das ist okay. Das ist im Bereich von okay. Oh. Ah, gut. Ah, was? Mehr nicht dabei? Ja, das war ja simpel. Ups, verfein der Pferd nicht. Okay, Notenjagd im Schneegestöber, beziehungsweise... Naja, Schneegestöber gibt es gerade nicht mehr, also... Ja, egal. Gut, dann würde ich sagen... größtenteils habe ich schon erforscht, Fragezeichen. Oh. Oh. Okay. Ich nehme die zwei Münzen und dann. Und dann. Aber ich will gar nicht. Fangen wir mit dem Zeug an. Würde ich mal behaupten. Gut. Ist eins. Sind zwei. Da drüben habe ich auch eines gesehen. Da nehme ich aber ein Fischlein mit. Autsch. Das ist nämlich viel zu viel Schaden. Ah, da sehe ich noch eins. Sehr gut. Lauf die. Das fünfte wird die schwierige. Weil ich habe keine Ahnung, wo sie das befindet. Ah! Ah, nein, doch, das ist ein normaler Mond, den ich schon eingesammelt habe. Das ist ein Häschen, das schnappt ihm auch irgendwann. Ha, ich glaube aber nicht, dass es im Wasser ist. Aber garantieren kann ich es nicht. Nein, ich sehe es nicht. Ich sehe aber die Ländersprinter und ein weiteres Geheimnis. Was ist das für ein komisches Ding? Das ist ja nichts. Na, normalerweise hätte schon was bewirkt. Nimm bitte eine Springer. Wenn was da wäre. Da
da auch. Interessant. Was hast du vor? Ah, du bist der Fishy Lane. Mein Gott, kein Problem. Bring mir das später noch. Wahrscheinlich zum Abschluss der Folge. Aber zuerst würde ich noch gern das eine Ding da finden. Mondsplitter. Und damit kann ich auch was anstellen, das weiß ich. Okay, wisst ihr was? Ich schaue mir mal von oben um. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Vielleicht sehe ich ja dann was. Ah, ein normaler Mond da drüben. Ha. Also kein Mondsplitter, das ist einzig Ungute. Ah, da drüben ist er. Okay, geh von unten. Als erst. Wenn wir schon da sind. Aus dem Eis gesprungen. Sweet. Gut, da werde ich ein Ding umbringen müssen. Weiß ich schon wie und alles. Das ist vollkommen okay. Sehr ruhig ist das Gebiet. Gefällt mir. Die Eiskälte ist zwar nicht so geil, aber hey, was ist? Ja, da werden wir noch ein paar Folgen wahrscheinlich in dieser Welt verbringen müssen. Weil, ja, offensichtliche Gründe. Ist echt so. Gut, den schnappen wir noch. Fällt er ab, vielleicht. Mach mal safe. Über dem eiskalten Fischteich. Apropos Fischteich. Oh, da ist ein Lakito. Da muss ich sicher angeln. Ah, gut. Dann würde ich mal sagen, ich schnapp mir jetzt den einen Mond noch, wo auch immer der ist. Ah, da oben. Da oben, wie komme ich da rauf? Mit Fisch. Natürlich. Ah, und er mag nicht so lange auf Wasser. Ah, auf Land gehen. Interessant, interessant. Weil die Verbindung habe ich jetzt selber nicht aufgelöst. Gut. Dorf also. Kein Problem. Upp. Kurz durchschnaufen. Ah, runder Bauch, Mundform ist sehr faszinierend, glatte Haut, Kälte abwesend. Alles klar, ich glaube, ich bin auf dem kalten Fischgeheimnis auf die Spur gekommen. Yay, und damit haben wir einen weiteren Mond. Sweet, chip chip, im Schnee getroffen. Sweet. Du hast dem Weltwissen einen hohen Dienst erwiesen, Dankeschön. Und somit sage ich auch schon, vielen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir hier auch ein paar weitere Monde noch einsammeln. Inklusive dem, ich weiß schon, wo es nächstes hingeht. Also, Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und fertig.